Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Batman 3. Jenseits Gotham, glaube ich. Jenseits von Gotham. Naja. Auf jeden Fall beim letzten Mal haben wir. Oh Mann, das Spiel ist so laut. Aber in der Aufnahme ist es sehr leise. Ja, auf jeden Fall. Beim letzten Mal haben wir gegen Killer Croc in der Kanalisation gekämpft. Und, ja, das war's. Und wir müssen jetzt ins Observatorium in der Betthöhle, glaube ich. Okay, was macht was? Hier noch was? Ja, passt. Und. Ah, oh, neuer Anzug. Batman Power Anzug. Also. Ist das, was ich glaube, was es ist? Ja. Also, ich kann Bomben legen. Und der Knopf wirft kleinere Bomben. Okay. Bauen, 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 bauen. Drehen, 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 drehen. Wetten wieder, ja. Okay, das ist ein Robin-Anzug. Warte, wenn ich hier stehen bleibe, überlebe ich das. Okay, das ist an dem Spiel nicht so gut. Ich kann die Charakter nicht auswählen, zu dem ich wechseln will. Also wechsel. Oh, ich bin müde. Zack aus. Sieht aus wie ein Block oder eine Speicherkarte, SD-Karte. Technik, ja, passt. Also er kann hacken. Ist witzig, dass er so Flips macht. Lul, er kann so einen kleinen Robin holen. Und zack. Das ist richtig. Das war einfach. Das war sehr einfach. Deine Meinung über meinen Vorschlag geändert? Gehen wir raus? Aber Sir, Ihr Abendessen. Ihr Lieblingsessen. Ich habe sogar die Kruste abgeschnitten.
Töne zerstört. Nicht, wenn wir ihn aufhalten, Alfred. Vielleicht kann ich ihn ablenken. Es gibt keinen Sinn, hier zu sitzen. Vielleicht können wir ja irgendwie näher an ihn heran. Ja, ach so, Robin, ja. Gut. Mal da oben den Stab rein, bitte. Okay. Also, Batman wurde jetzt, von dem Brainiac, wenn er so heißt, ich weiß nicht, ob das so richtig rausgesprochen ist, von Brainiac oder Brainiac, Raumschiff, hypnotisiert und jetzt ist er sauer. Ende der Zusammenfassung. Okay, Achso, das ist schon. Ich dachte, die werden eingefahren oder so. Okay. Der ist sauer, der Typ. Der schmeißt einfach seinen Schüler, sag ich jetzt einfach mal, mit Bomben ab. Lol, da oben ist der Typ, den wir retten müssen. Jetzt habe ich Alfred sein Essen zerstört. Also, unser Essen. Ja, wieso komme ich da nicht hoch? So doch. Stimmt, er kann so blockieren und dann durch Flammen gehen. Gut, dass mich die Teile nicht umbringen. Okay, er kann das einfach schmeißen wie Captain America sein Schild. Naja, so ähnlich. Aber das Almighty Sablett. Achso, hier. Wie praktisch, dass es nur unter dem Feuerlöscher brennt, ne? Dann einmal den Tech Robin. Ja. Ach, das Sonnensystem hält an. Hat irgendwer einen Haken oder? Ja, Robin hat einen Haken. Also wieder Taste 4 spammen oder? Ja. Nein, ich bin. Oh fuck, Robin ist verbuggt. Wieso komme ich da nicht mehr hoch?
Boah, oh Gott. Jetzt habe ich es geschafft. Was ist das für eine geile Treppe? Bitte. Leuchtanzug. Oh Gott, sieht der scheiße aus. Warte mal. Ja, dann einmal. Zwei von drei? Oh. Was ein geiler Anzug. Einfach komplett unnötig. Vor allem sanft außer Gefecht setzen. Offenbar weiß er immer noch, wie das Bettmobil funktioniert. Ja, ja. Komm, lade ich mal Licht auf hier. Okay, Ach, ein Minikit. Also. Ich kann sogar Druckwellen mit dem Tablett machen. Ist ja wirklich das Almighty Tablett. Also, hier hoch oder was? Nee, noch nicht. Einmal speichern bitte. Was muss ich machen? Ja, ein Teil hat gefehlt. Okay. Den Anzug. Und zack.
können wir das Batmobil ausschalten. Oder zerstören, wie man es nimmt, ne? Ah. Oh, 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 oh. Ja, okay. Keine gute Idee. Er kommt uns schon. Ja, ja. Also, nächstes Fahrzeug. Alfred, bitte. Gut, dass da so ein Arm mit Feuerlöscher versteckt ist. Ja, genau, danke. Ein Aufzug für zwei, wie praktisch. Ah, komm. Also da war Rad gerade. Okay, das hier klappt bestimmt besser als das Batboot. Bestimmt. Ich muss nur kurz einmal Cola einsammeln. Ich mag nämlich Geld. Ich bräuchte jetzt auch mal for real, Mike. In real life mal. Ein bisschen Kohle. Ich habe vor, mir was zu kaufen, aber habe halt die Kohle nicht. Langsam gehen uns die Bettfahrzeuge aus. Wir müssen es zur Batwing-Konsole schaffen, Sir. Das ist unsere einzige Chance. Achso, ja. Den Anzug bitte. Was ist das? Das ist falsch. Ah, hatte ich eben schon gesehen. Der kann hier so ein Mini-Robin holen. Und der kann aber nicht schlagen. Okay. Taste 2, hier das? Ja. Warum haben die überall so coole Brücken? Lego-Spiele haben irgendwas mit ihren coolen Brücken. Das war der Batcomputer. Das war unsere einzige Chance. Der Notcomputer, Sir. Ach ja, der Notcomputer. Der Notcomputer. Das hat so gerade so Lego City Undercover Finale Vibes. Finde ich. Da fühle ich mich gerade dran erinnert. Oh, aber Lego City, als ich das gespielt habe, hatte ich noch 21 Abonnenten, glaube ich.
Also das ist echt schon lang her. Also auf jeden Fall, wenn man mit Abonnenten rechnet. Der Notcomputer. Das ist eine Eins, danke. Das Batwing ist so gut wie startklar. Oh, ja. Stimmt, sowas gibt es ja auch noch in manchen Spielen, dass man hacken muss. Kann ich auch so, ja. Oh, ich bin daran gewöhnt, dass ich jetzt, wenn ich den Joystick runterdrücke, dass ich dann sprinten kann. Kann ich aber nicht. Ach, die Mucke ist geil, auch wenn es eigentlich gar nicht meine Mucke ist. What the actual F, Alter. Zack. Beste Animation. Jo, übertreib halt mit deinen 3 FPS Animationen. Ja. Und zack. Jo, wie lang ist dieses Level? Du meine Güte! Ich wusste nicht mal, dass er das überhaupt kann. Ja. Ich habe Bruce noch nie so gesehen. Irgendwas muss seine Gedanken kontrollieren. Vielleicht ärgert sich Master Bruce nur, weil ich mit dem Batmobil zum Einkaufen gefahren bin. Das ist in der Tat ärgerlich. Würde ich mich auch ärgern. Warte, einmal speichern. Junge, genau da, wo ich stand. Ah, hier kann man was bauen, ja. Cool. Moment. Das ist unsere Chance. Wir müssen sicher sein, dass es funktioniert, um Master Bruce's Willen. Wir müssen jetzt handeln, Sir. Ja, ich gebe ja schon Gas, ich gebe Gas. Ich kann nur leider nicht sprinten. Also ich muss ihn einfach nur 3-mal hauen. Heißt, noch 2-mal die Fledermäuse ablenken.
Er gietet mich immer so weg. Okay. Na 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 na. Lass sein, lass Betsy, lass bitte bitte bitte. Okay, ja. Okay, da ist was runtergekommen. Dann baue ich das mal. Los, Batman, reiß dich zusammen. Zack, kaputt. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Master Bruce, bitte. Ihr Essen wird doch kalt. Ich glaube, das ist gerade... Ich glaube, das ist gerade die geringste Sorge. Alfred. Alfred. So. Jetzt Doppelfist. Und jetzt pusten. Voll rein. Achtung, jetzt kommt was runter. Jetzt. Boah, voll auf mich drauf. Ich sollte vielleicht nicht da bauen, wo man runterfällt. Ja. Wisst ihr, was das ist? An alle, die es nicht wissen, das ist die Batman-Musik. Zack. Anscheinend die Gedankenkontrolle unterbrochen. Ich bin mir sicher, dass es meine Rede war. Es war eine gute Rede, Sir. Es war nicht die Rede. Die Frage ist, wer hat versucht, meinen Verstand zu kontrollieren? Und warum? Hey! Bitte keine Fotos. Stärke wird uns gelegen kommen, wenn wir es im Wachturm sind. Mithilfe der binären Fusionskanone werde ich die ganze Welt erpressen und so ihr Präsident werden. Aber Lex, Schätzchen, Präsident sein ist doch voll out. Grundy steckt fest. Ja.
Der Fettsack steckt fest. Ja. Ausnahmsweise mal ein Minikit. Alfred, bla bla bla. Danke für die Warnung, maskierter Rächer. Unser Sensorenfeld hatte eine Fehlfunktion. Ich scanne jetzt das Objekt. Vorsicht, es sendet eine Art Gedankenkontrollstrahl. Ja, und nur durch meine Worte wurde dieser Bann wieder gebrochen. Das waren nicht deine Worte. Ich kriege mich zu fassen. Ja! Oh, wunderbar. Jetzt stinke ich auch. Sie hat doch mich gemeint. Schon gut, schon gut. Wir müssen uns beeilen, falls der echte Hawkman auftaucht. Oh, darum haben wir uns gekümmert. Gut gemacht, Joker. Jemals im Weltraum, Grundy? Natürlich. Was ist der Weltraum? Das Objekt stammt nicht aus unserem Sonnensystem. Deine Berechnungen waren korrekt, maskierter Rächer. Ich weiß. Maskierter Rächer? Kommunikation zur Erde abgebrochen. Der Fehler scheint woanders zu liegen. Das lässt sich so nicht reparieren. Green Lantern, ich brauche jetzt deine Hilfe. Jo, jetzt sind wir hier auf dem Wachturm im Versammlungszimmer mit einem extrem coolen Charakter. Er kann so groß werden und kann dann fliegen. Und hat dabei noch Laseraugen. Aber bevor dieses Video hier jetzt wieder zu lang wird, würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, auf jeden Fall... Warte mal. Aber bevor dieses Video zu lang wird, würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, auf jeden Fall meinen Kanal mit Glocke abonnieren. Aber ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.